Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin Leute, das hier ist Sand. Und das hier, das ist Ton. Das sind beides Bodenarten. But what zur Honigtorte ist der Unterschied? Und was für Bodenarten gibt es noch? In diesem Video erfahrt ihr es. Okay, fangen wir an. Jeder Boden besteht in seiner Grundstruktur aus mineralischen Körnern. Sieht dann so aus. Aber die Körner können unterschiedlich groß sein. Je nachdem, wie groß die Körner im Boden sind, könnt ihr unterschiedliche Bodenarten unterscheiden. Es gibt drei Hauptbodenarten. Das sind Sand, Schluff und Ton. Sandkörner haben einen Korngrößendurchmesser von 2000 Mikrometern bis 63 Mikrometern. Die sind also höchstens 2 mm groß. Schluff hat eine Größe von 63 bis 2 Mikrometern. Und alles, was kleiner ist als 2 Mikrometer, heißt dann Ton. Tonkörner sind also am kleinsten und Sandkörner am größten. Okay, je nach Größe der Körner kann man also Sand, Schluff und Ton unterteilen. Sand, Schluff und Ton sind dann unsere Hauptbodenarten. Manchmal wird auch noch Lehm dazu gezählt. Das ist ein Gemisch aus etwa gleichen Anteilen von Sand, Schluff und Ton. Ein Boden mit hauptsächlich Sandanteil heißt dann Sandboden und ein Boden mit hauptsächlich Schluffanteil ist ein Schluffboden. Dann gibt's halt noch Tonböden und Lehmböden. Ihr könnt die Bodenarten noch weiter unterteilen. Die vier Hauptbodenarten sind in den meisten Böden ja vermischt. Zum genaueren Unterscheiden gibt's dann Bodenartendiagramme, wo die Abstufungen noch genauer eingeteilt sind. Da wird dann zum Beispiel zwischen tonigem Schluff und sandigem Schluff unterschieden. Toniger Schluff besteht hauptsächlich aus Schluff, hat aber noch einen nennenswerten Tonanteil. Sandiger Schluff hat stattdessen einen etwas größeren Sandanteil. Okay, jetzt wisst ihr, dass es unterschiedliche Bodenarten gibt. Aber jetzt mal ans Eingemachte. In welchen Eigenschaften unterscheiden sich die Bodenarten? Erstmal unterscheiden sich die Bodenarten in ihrer Fähigkeit, Wasser zu speichern. Die ist ganz wichtig. Tonböden speichern Wasser nach dem Regen viel länger als Sandböden. Warum ist das so? Hier haben wir mal einen Boden aus ganz vielen Körnern. Wenn Wasser durch den Boden fließt, haften die Wassertropfen an den Oberflächen der Körner. Sie kleben quasi fest und rutschen nur langsam nach unten. Das heißt übrigens Adhäsion. Je kleiner die Körner sind, desto kleiner sind auch die Zwischenräume zwischen den Körnern. Hier haben wir zum Beispiel einen Tonboden mit kleinen Zwischenräumen und hier einen Sandboden mit großen Zwischenräumen. Beim Sandboden bleibt wegen der großen Zwischenräume nur wenig Wasser an den Sandkörnern hängen. Wenn es also regnet, fließt das Wasser schnell durch den Sand in das Grundwasser. Es kann also nur kurz von den Pflanzen genutzt werden. Beim Tonboden haben die Wassertropfen viel mehr Oberfläche, an der sie festkleben können. Deshalb bleibt das Wasser nach dem Regen länger im Boden gespeichert. Tonböden sind also gute Wasserspeicher. Das Problem ist nur, dass die Adhäsionskräfte bei Tonböden zum Teil so groß sind, dass auch Pflanzenwurzeln das Wasser nicht mehr nutzen können. Das Wasser klebt quasi so fest an den Körnern, dass die Wurzel das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Wasser, das so nicht mehr pflanzenverfügbar ist, heißt übrigens Totwasser. Ton kann also am meisten Wasser speichern, kann aber nicht alles wieder den Pflanzen zur Verfügung stellen. Die Pflanzen bekommen deshalb am meisten Wasser auf Schluffböden. Da fließt das Wasser nicht so schnell in das Grundwasser wie bei Sandböden und es bleibt nutzbar für die Pflanze. Aber auch der Sandboden hat Vorteile. Sandböden trocknen nach dem Regen schneller wieder. Bauern können Felder mit Sandboden also eher wieder mit ihren Traktoren befahren als Schluff- oder Lehmböden. Außerdem ist ein Sandboden besser durchlüftet, Sauerstoff kann also besser durch die Gänge gelangen. Das ist wichtig für manche nützlichen Bodenorganismen und manche chemischen Prozesse im Boden. Halt biologische und chemische Prozesse, wo Sauerstoff gebraucht wird. Eine andere wichtige Eigenschaft von Böden ist die Fähigkeit, Nährstoffe zu speichern. Die ist bei Sand am geringsten und bei Ton am höchsten. Das liegt an den chemischen Strukturen der Tonteilchen. Die sind leicht negativ geladen. Die meisten Pflanzennährstoffe sind positiv geladen, sind also Kationen. Die Kationen werden dann von den negativ geladenen Tonmineralien festgehalten. Mehr dazu könnt ihr im Video zur Bodenbildung nachschauen. Wegen der guten Wasserverfügbarkeit in Kombination mit der Nährstoffspeicherfähigkeit hat Boden mit hohem Schluffanteil insgesamt die beste Bodenfruchtbarkeit. Könnt ihr euch merken. Okay. Let's wrap it up. Je nach Korngröße könnt ihr unterschiedliche Bodenarten unterscheiden. Die drei Hauptbodenarten sind Sand, Ton und Schluff. Sie haben unterschiedliche Eigenschaften. Ton kann am meisten Wasser speichern, aber es entsteht Totwasser, das nicht für die Pflanzen verfügbar ist.
Die Nährstoffspeicherfähigkeit ist bei Sand am geringsten und bei Ton am höchsten. Insgesamt ist die Bodenfruchtbarkeit bei Schluffböden am besten. Mehr zu Böden findet ihr auf unserer App oder auf unserer Website, einfach thesimpleclub.de. Bis gleich!